Auch ungefragt mitreden zu wollen und auf das Recht auf Entscheidung zu pochen, das kommt bei Narzissten regelmäßig vor. Doch selbst Verantwortung zu übernehmen, das wird abgelehnt. Carsten Noack, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Dieser unangemessene Anspruch, überall mitreden zu wollen, steht im Widerspruch dazu, wie Narzissten sich verhalten, wenn es darum geht, Verantwortung für Entscheidungen und Taten zu übernehmen. Narzissten belasten sich nicht mit weiteren Gedanken zum Widerspruch. Den Schaden sollen andere ausbügeln. Bei Bedarf haben die vermeintlichen Göttergeschenke eine Reihe unangemessener Taktiken zur Hand, um sich vor Verantwortung zu schützen. Um die geht es in diesem Beitrag. Gut, sie zu kennen. Dieser Beitrag gilt nicht der Diagnostik pathologischer Narzissten, sondern dem Ziel, fiesen Zeitgenossen aus dem Weg zu gehen und sich nicht ausnutzen zu lassen. Zur Vereinfachung nenne ich Frauen und Männer mit deutlich narzisstischen Tendenzen, die andere Menschen benachteiligen und verletzen, an dieser Stelle Narzissten und andere Fieslinge meist. Fieslinge. Typischerweise behaupten narzisstische Zeitgenossen zuverlässig und überhaupt die verantwortungsvollsten Personen zu sein. Behaupten lässt sich viel, wobei, wenn sie es für vorteilhaft halten, werden sie auch einiges dafür tun, um den Eindruck zu vermitteln, dass es stimmt. Kommt es dann hart auf hart, neigen Narzissten dazu, sich aus der Verantwortung zu winden. Narzissten übernehmen gerne die Verantwortung für Dinge, die sie für wertvoll halten, vor allem wenn sie dadurch die Möglichkeit haben, im Mittelpunkt zu stehen. Wobei Narzissten mit Verantwortung in erster Linie Einfluss und Besitz meinen. Wie so oft würde eine genaue Diskussion der Definition des Begriffs Verantwortung die Probleme aufdecken. Narzissten wollen die Vorteile ohne die Nachteile, die Rechte und die Pflichten. Wenn doch andere die Verantwortung auf Narzissten abwälzen, sehen diese das als einen Versuch an, kontrolliert zu werden. Das verstößt gegen eines ihrer persönlichen Grundregeln. Niemand darf Macht über sie erlangen. Also entziehen sie sich jeglicher Verantwortung und haben entsprechende Taktiken im Werkzeugkasten. Es folgen 7 Taktiken, die von narzisstischen Personen am häufigsten eingesetzt werden, um sich davor zu schützen, sich davor zu drücken, den ihnen unangenehmen Teil von Verantwortung zu tragen. Erstens, Einschüchterung und Beschuldigung. Narzissten beginnen damit, die Person einzuschüchtern, die Person, die versucht, sie zur Verantwortung zu ziehen. Häufig greifen sie zu Beschimpfung und Herabsetzung, um ihre Dominanz über die andere Person zu behaupten. Und sobald dann eine untergeordnete Position eingenommen würde, wird die Person beschuldigt. Zweitens, beschuldigen und projizieren. Um jegliche Rechenschaftspflicht zu umgehen, kommen Narzissten Ansprüchen zuvor, denn die empfinden sie als Angriffe. Sie tun dies häufig, indem sie eine andere Person beschuldigen. Schnell weg von sich auf andere. Meist wählen sie eine übermäßig verantwortungsbewusste, co-abhängige Person. Personen, von denen sie meinen, bewundert zu werden. Dann projizieren Narzissten die Dinge, für die sie verantwortlich sind, auf diese andere Person. So wollen sie diesen Angriffen entkommen. Drittens, rationalisieren, argumentieren und schließlich erschöpfen. Das ist eine recht einfache Taktik, die große, unmittelbare Wirkung zeigt. Wenn Narzissten damit konfrontiert werden, für etwas die Verantwortung zu übernehmen, finden diese Gründe, die sie nicht zu vertreten haben, oder suchen sich einen nebensächlichen Punkt aus, ein Detail, und diskutieren ihn bis zum Äußersten. Erschöpft, frustriert und verärgert gibt die andere Person auf.
Viertens, leugnen, umschreiben. Eine Möglichkeit, der Verantwortung zu entgehen, besteht darin, dass Narzissten leugnen, sie überhaupt zu haben. Selbst wenn der Vorfall schriftlich festgehalten wird. Narzissten gehen auf die Suche nach mehr oder weniger plausiblen Ausreden, wollen die Geschichte umschreiben. Häufig machen diese Leute sich selbst zu Opfern. Sie nehmen die Opferrolle beispielsweise dadurch ein, indem sie behaupten, sie seien gezwungen worden, obwohl sie es in Wirklichkeit freiwillig getan haben und persönlichen Interessen folgten. Diese Taktik lässt die andere Person oft an sich selbst und dem eigenen Gedächtnis zweifeln. Narzissten reden sich noch so absurde Dinge so derartig tief ein, dass sie diese sehr überzeugend vertreten können. Fünftens, retten und dann zurückziehen. Diese Taktik ist besonders manipulativ und abgekartet. Zuerst retten Narzissten die andere Person aus einer unangenehmen Situation und nachdem sie die Loyalität der anderen Person gewonnen haben, warten die Narzissten ab. Irgendwann konfrontiert die andere Person sie mit ihrem Mangel an Verantwortung und die Narzissten ziehen sich als Reaktion zurück. Dieses Vorenthalten von Liebe, Zuwendung, Zeit, also Aufmerksamkeit, wird als so dramatisch empfunden, die andere Person ist entsetzt und übernimmt von sich aus die Verantwortung, damit Narzissten zurückkehren. Sobald Narzissten andeutungsweise die Verantwortung übernommen haben, beschuldigen sie die andere Person, die Rettung nicht zu würdigen. Wie undankbar. Die andere Person fühlt sich schlecht und gibt den Wünschen von Narzissten noch mehr nach. Grenze für Grenze fällt. Sechstens, ablenken und attackieren. Diese Taktik mit Ablenkung und Attacke beginnt mit einem Streit über etwas Unwichtiges. Dann übertreiben Narzissten die Sache, um die andere Person zu reizen und ihre Aufmerksamkeit von dem abzulenken, was wirklich passiert. Wann immer Narzissten ein kleines Feuer schüren, geht es darum, die Aufmerksamkeit von dem Inferno an anderer Stelle abzulenken. Die Ablenkung dient dazu, Ressourcen, Energie und Zeit abzuschöpfen, damit Narzissten dort angreifen können, wo die andere Person am verletzlichsten ist. Siebtens, Furcht und Vermeidung. Narzissten sind bemüht, kleine Ängste eines Menschen in große umzuwandeln. Sie setzen ihre Überzeugungskraft für zerstörerische Zwecke ein, indem sie eine glaubhafte Geschichte mit einem intensiven, schrecklichen Ausgang erfinden. Sobald die andere Person verängstigt ist, benutzen Narzissten die Angst der anderen Person als Rechtfertigung, um sich vor der Verantwortung zu drücken. Oft wird angeführt, dass die andere Person reaktionär ist und daher alle Anfragen der anderen Person abgelehnt werden sollen. Dieser Beitrag richtet den Blick auf Narzissten, doch auch bei anderen Persönlichkeiten und Störungen kommen einige dieser Taktiken zum Einsatz. Soziopathen und Psychopathen, Menschen mit histrionischen, Borderline, zwanghaften, paranoiden und passiv-aggressiven Persönlichkeitstendenzen oder Störungen nutzen ebenfalls Teile dieser Methoden. Schön ist anders und es ist traurig zu erkennen, wie destruktiv Narzissten ans Werk gehen. Mögen solche Einsichten dazu beitragen, besser zu verstehen, was in diesen Menschen vor sich geht. So können wir bessere Entscheidungen treffen, haben eine bessere Basis dafür. Carsten Noack, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Gehen wir unsere Wege ein Stück gemeinsam, passen wir gut auf uns und jene auf, die uns am Herzen liegen.